Hallo, Cora, darf ich anfangen? Okay. Gut, Titel meines Vortrages: Off Ice from Ant oder Marrying in Space. Und ich sehe schon die ersten verzweifelten Gesichter, die sich wünschen, sie wären vielleicht doch zu Hause geblieben. Keine Angst, das macht wirklich keinen Sinn. Und den Rest erkläre ich später. Thema meiner Doktorarbeit, die eine oder der andere wird sich vielleicht bei diesem Bild schon denken, sind absolut keine Raketen. Ich habe das nur mitgebracht, weil ich keinen besseren Aufhänger hatte. Funktioniert aber eigentlich immer ganz gut. Das ist aber natürlich nicht irgendeine Rakete, sondern die Saturn-5-Rakete der NASA. Wenn das dem einen oder anderen was sagt, nee. Okay, ist auch egal. Das ist die erste und einzige Rakete, die bisher Menschen zum Mond und wieder zurückgebracht hat. Also ziemlich fancy das Teil, was auf den ersten Blick etwas weniger fancy aussieht, ist der technische Bauplan. Wenn man sich das aber mal genauer anguckt, wofür uns leider so ein bisschen die Zeit fehlt, sieht man, dass dieser Bauplan beschriftet ist, mithilfe der 1000 Wörter, die im Englischen am gebräuchlichsten sind. Also wirklich mit einem sehr, sehr limitierten Wortschatz. Man muss da ein bisschen kreativ sein. So wird aus der NASA zum Beispiel das US Space Team, aus einer Rakete wird ein Upgoer und so weiter und so fort. Lohnt sich mal anzugucken. Das Ganze ging viral auf Twitter unter dem Hashtag SciComChall, kurz für Science Communication Challenge, auf Deutsch kurz und bündig Wissenschaftskommunikationsherausforderung. Ich wollte eigentlich die Scrabble-Punkte zählen, aber ich habe es vergessen. Viele. Genau, unter diesem Hashtag haben dann also Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt angefangen, ihre Arbeit zu erklären. Und damit eben so eine ganz eigentliche Form der Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Ihr merkt also, dieses Format passt zum Science Slam im Prinzip wie Arsch auf Eimer. Deswegen wollte ich das gerne auch mal versuchen. Gut, bevor ich damit anfange, vielleicht kurz ein paar beruhigende Worte. Wer jetzt denkt, also 1000 Worte auf Englisch, 1000 Worte im Deutschen sind ja schon schwer genug. Bei den einen oder anderen ist Abi vielleicht auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, mein Onkel sitzt im Publikum. Okay, vielleicht schweigt er. Ja gut, also gut, zur Beruhigung zwei Dinge. Erstens, in Bremen hat es auch geklappt, also gebt euch Mühe. Und zweitens, 1000 Worte, das ist so in etwa der Wortschatz eines geistig durchschnittlich begabten Dreijährigen. Und das tut mir wirklich leid für alle Dreijährigen, dass ich das jetzt gemacht habe. Aber es war einfach zu gut, um es nicht zu machen. Gut. Thema meiner Doktorarbeit: Retrieval of Sea Ice Concentration from Merged Passive Microwave Optical and SAR Satellite Data. Ich bin jetzt 3 Jahre dabei und froh, wenn ich das fehlerfrei rauskriege. Also nicht so ganz einfach sich zu merken. Ich habe jetzt mal die verbotenen Worte rot eingefärbt und ihr erahnt das Ausmaß des Problems, das sich ergibt, wenn man das mit Hilfe der 1000 gebräuchlichsten Wörter beschreiben will. Lassen wir mal alles weg, was stört, und übrig bleibt Off Ice from Ant, was also wahrlich nicht der geilste Titel ist. Deswegen heißt der Vortrag Marrying in Space und geht so: I look at the ice, which covers the upper part of our world. The ice is important, if you want to know where you can go and where you cannot go. It is also important because it works like a cover. The water is warm and the air is cold. If the ice is there, then the air stays cold. If the ice is gone, then the air gets much warmer. And even if this happens far away, it changes how warm, cold, dry or not dry, it is right here, where we live. And if there is a little bit of ice, then the air gets a little bit warmer. It's easy, you see? So, the question which I answer in my work is, how much ice is there? To do this, I use small human-made boxes which fly around the world in space. Okay, there was some music. It's this small box, you see.
And these boxes have jobs. One job is to see small things. One job is to work day and night. And one job is to work when the sky is covered. Now there are different boxes. One box is called Lady Bright or Dark. Lady Bright or Dark looks at a point and sees if it's bright or dark. If it's bright, then it's ice. If it's dark, then it's water. And if it's something in between, then it is a bit ice and a bit water. Still afraid? The problem with Lady Bright or Dark is she's very good at seeing small things, but if it's dark, she doesn't see anything. Also, she doesn't work when the sky is covered. Therefore, I leave her away, and there is Sir Warm or Cold. He looks at a point and sees if it's warm or cold. If it's warm, it's water. If it's cold, it's ice. And if it's something in between, it's a little bit water and a little bit ice. He's also good at seeing small things. He works day and night, but he doesn't work when the sky is covered. So there's a third one, Lady All Round. Lady All Round is not so good at seeing small things, but she works day and night, and she works when the sky is covered. So these three are there already. And what I do in my work for the first time is that I marry Sir Warm or Cold to Lady All Round. After marrying, they have a child. It's called Better Than Its Parents. Better Than Its Parents says that it's better than its parents because it sees small things, it works day and night, and it works when the sky is covered. At least it says that. But how do we know? So here's what I normally look at. This is ice. This is water. The colors tell you if there's no ice, little ice, some ice, more ice, much ice, or only ice. So that's how Sir Warm or Cold sees ice and water. And you see, there are small things which he recognizes, but there are also points where he doesn't see anything because the sky was covered. But he's married to Lady All Round. Lady All Round is not so good at seeing these small things, but she's very good at seeing where the sky is covered. And their child, better than its parents, my child, learns from its father how to see small things. It learns from its mother how to see when the sky is covered. And so we can really say that better than its parents is better than its parents. And they're all happy. Yay! Dein Applaus! Valentin! Woo! Krass! Valentin Ludwig, gönn ihn dir! Vielen Dank. Das war doch schon.